Hallo alle miteinander und wir sind immer noch an derselben Stelle, wo ich gestern aufgehört habe bei This War of Mine. Wir müssen uns noch ein Ziel aussuchen, welches wir plündern sollen oder wollen. Die Schaufel mitzunehmen. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, welches ich mir hier aussuche. So, ich habe mich entschieden, ich werde nochmal das verlassene Haus besuchen, um noch ein bisschen an Stuff zu sammeln. Wir haben ja relativ viel gefunden, also Nahrung und sowas haben wir alles ja. Gerade noch ein bisschen, also ganz wenig Nahrung an sich eigentlich, aber genug Wasser zum Beispiel ist da. Ich glaube, Wasser verbrauchen die regelmäßig, Nahrung würde ich da noch. Und ja, brauche ein bisschen noch was an Bauzeug, damit ich vielleicht noch mal einen Tisch bauen kann, also so einen Werkzeugtisch oder was gab's noch? Ein weiteres Bett zum Beispiel. Oh, die Waffen. Na, hier ist jetzt die beschädigte Pistole. Das ist nämlich der Garten. Das hatte ich nämlich gar nicht gesehen. Ne, ich gehe nochmal hoch. Weil ich hier durchgucken will, ob da jetzt nicht mehr. Ja, da ist nichts, da ist nur eine Ratte. Ich habe angenommen, dass da eine Ratte ist, weil ich habe mich auch nicht gerade leise verhalten hier. Ich bin ja gerannt. Und normalerweise, das hören die. Die würden das hören und wären nicht glücklich. Würden mich unter Umständen angreifen. Je nachdem, wie unglücklich sie mit der Tatsache sind, dass ich da bin. Gut, ich habe jetzt das Haus geplündert. Das Zeug habe ich alles mitgenommen. Also nehme ich jetzt mit. War jetzt auch relativ fix. Ich habe das jetzt im Schnelldurchgang gemacht. Weil ich keine. Weil ich mich jetzt nicht so lange damit aufhalten wollte. Marco ist wieder zu Hause. Ich hoffe, die Nacht war wieder ruhig. Ich habe mich auch eben für dieses Haus entschieden, weil die neuen Locations, die es da gab, es gibt halt immer wieder neue Locations auch und die anderen Locations, die waren entweder bewohnt oder saugefährlich. Und ich kann es mir gerade nicht leisten, meine Leute zu riskieren. Oh fuck. Diese Nacht war ruhig. Pavel hat eine tiefe Wunde. Er könnte einige Bandagen brauchen. Bruno geht es besser. Wir müssen ihn nur etwas im Auge behalten. Okay, ich muss den Pavel verarzten. Der Kollege ist sehr müde. Wie geht's ihm? Er ist hungrig. Er ist halt müde, leicht verletzt. Er hat Schmerzen und legt sich eine Weile ins Bett. Kann ich den irgendwie verarzten? Nee. Der muss sich jetzt selber verarzten. Ich habe ja Bandagen. Verarzte dich mal. Du, Kollege. Bett. Du. Zeug bauen. Eigentlich kann man nämlich hier auch noch. Na, Gedönske machen. Sag schon. Barrikaden errichten, weil das Haus ist sehr löchrig und man braucht diese Barrikaden eigentlich. Eine Werkstatt. Ich brauche die Werkstatt nicht richtig. Jetzt gehe ich davon aus, dass sie nicht ist. Deswegen wird die jetzt gebaut. Ach, der humpelt auch. Der braucht unbedingt erstmal Bandagen, bevor er irgendwie. Noch was anderes macht. Er ist verletzt, bandagiert, er müsste eigentlich auch sofort ins Bett. Ich brauche ganz eindeutig zweites Bett. Kann ich nie jetzt anfangen. Ich kann ein Brecheisen bauen, Dietriche, eine Schaufel und ein Messer. Brecheisen. Dann könnte ich nochmal in das Haus gehen mit dem Brecheisen da rein und die Türen aufbrechen, die da noch zu sind. Wäre vielleicht ganz nett. Ich guck nochmal nach dem Bett. Der Kollege pennt ja hier. Ich brauch mehr, also mehrere Betten, ey. Das hat keinen Wert. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Bett. Fuck, aber
Ich habe nicht genug Teile. Das heißt, wenn ich ein Bett baue, kann ich aber kein Brecheisen bauen. Ich will aber das Brecheisen. Ne, ich entscheide mich für das Brecheisen. Ist ja müde. Ich brauche das Brecheisen, das ist wichtiger. So, jetzt ist jemand wieder an der Tür. Er braucht Hilfe. Wenn ich ihm helfe, es könnte eine Falle sein. Es könnte sein, dass das, wenn ich ihm helfe, dass er mir dann später hilft. Wird aber ein Scout sein. Ich gehe nicht an die Tür. Ich riskiere es nicht. Ich bleibe jetzt hier unten im Keller und der weiß ja nicht, dass jemand zu Hause ist. Okay, der darf derweil kochen. Habe ich noch genug Zeug für zwei Mahlzeiten? Ja, habe ich. Oder ne, ich habe nicht genug Brennglieder. Ich bin ja aber wenigstens mal anhören. Ich will mir den nicht anhören. Das ist zu risky gerade für mich. So, jetzt. Damit ist mein Wasser aber auch fast aufgebraucht. Also muss ich mir morgen, oder spätestens morgen, neue Filter besorgen. Dem Bruno geht es ziemlich gut, deswegen darf er. Na, sag schon. Wie heißt's? Darf er mal hungern heute? Okay, wir haben jetzt 12 Uhr 20. Er ist hungrig, sehr müde und leicht krank. Er hat aber meiner Meinung nach nicht mal genug geschlafen. Wollen wir ihn reinlassen? Nein, wir lassen den nicht rein. Ist er immer noch da? Ja. Bleibt halt da. Du, essen. Ja, kann er die Zigaretten eigentlich nicht mal drehen? Verstehe ich nicht. Oh ja, hier, wo ist das Neue? Hier. Tag 4. Von Pavel. Bei all diesen Bombenscharfschützen, also meine Geschichte, bei all diesen Bombenscharfschützen und dem Mangel an Vorräten sollte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie unsere Würde nicht wegnehmen können. Das ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir das in unserer Straße geschafft haben? Nein, ich kann auch nicht ziehen, um mehr zu sein. Ah, ja, das wird automatisch weniger, also er raucht automatisch. Zigarettenbrücke, achso. Okay, wir haben jetzt 2 Uhr. Er ist nur noch müde. Geht jetzt was essen. Also gut, ich habe jetzt, bin immer noch nicht an die Tür gegangen bei dem Kollegen. Ich habe jetzt die Leute was essen lassen, alle bis auf den Bruno. Den Pavel, den habe ich jetzt ins Bett gelegt. Der ist leicht krank und verletzt, der muss jetzt schlafen. Dem Bruno geht es ja top, der wird Wache halten die Nacht und der Pavel wird pennen. Das kann ich nicht bringen, dass der nicht Dings ist. Aber eigentlich, wenn der die Nacht schläft, raus. Der ist ja auch noch leicht krank, dann lasse ich den jetzt bis zur Nacht schlafen. Und der Pavel pennt die Nacht über. Bei den ja genau, so machen wir das. Tag beenden. Die Nacht. So. Der Kollege geht wieder plündern. Der schläft im Bett und der steht Wache. Okay, was haben wir was Neues? Nein, wir haben nichts Neues bekommen. Ich möchte aber nochmal in das verlassene Haus. Und zwar diesmal mit dem Brecheisen. Gucken, ob ich da vielleicht jetzt
noch was finde, was ich gebrauchen kann. Gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass da Leute jetzt drin sind. Hinten ist wirklich alles geplündert. Ich habe wirklich eigentlich schon viel aus dem Vieh mitgenommen und viel auseinandergenommen. Ja, erstmal hier hin. Brech das mal auf. Ist halt wirklich sehr laut. Wenn jetzt hier Leute in der Nähe wären, die würden mich sofort hören und kommen. Ich breche halt zu schaffen mal. Ist halt wirklich laut. Ah, guck mal an. Hier ist es nochmal. Einige kann Zeug auch ein paar Kippen für den Herrn Kollegen. Das Brecheisen hat auch eine Lebensanzeige, wie ich gerade feststellen darf. Okay, die Ratte ist jetzt da drin. Gerade schon gedacht, ey, scheiße, dass da jetzt nicht einer drin ist. Wenn der noch, doch, wenn er noch drin ist. Bin mir nicht sicher, wie man dorthin kommt. Ich habe jetzt hier oben auch Munition. Aber ich habe ja keine Waffe. Okay, können wir nochmal gucken. Also, es dauert echt lange, bis man auch. Gedönske. Ja, ist ja schon. Bis man ein Haus komplett gelootet hat. Komplett durchgeplündert. Ich habe jetzt hier mir endlich alles zugänglich gemacht. Noch ein paar Bandagen. Medikamente. Okay, das kann ich auch nochmal nehmen. Also, das sind Tauschgegenstände. Die könnte ich auch noch rausschmeißen im Zweifelsfall. Ich brauche nämlich noch Teile, wenn ich mir noch ein Bett bauen kann. Die hätten wir hier. Brauche ich auch noch Holz? Ich glaube, ich brauche noch Holz. Ja, Elektroteile habe ich erstmal genug. Das bleibt also erstmal so. Was ist das? Selbstgezogener Tabak. Das ist Kräutermedizin. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Das Schießpulver könnte ich hier lassen. Ich kann eh dann noch nichts anfangen, oder? Ich habe Pistolenpatronen, leere Patronen. Ne, dann kann ich mit dem Dings wahrscheinlich doch was machen. Davon habe ich was, das bleibt hier. Teile oder Holz? Nehmen wir erstmal Holz mit. Gut. Also doch schon vieliges gefunden hier. Da ist nochmal Holz mit dem. Hier war auch irgendwo noch mal genau, hier waren noch mal mechanische Teile, die nehme ich auch noch mit. Ich habe sonst keinen Platz mehr, ne? Ich bin ja jetzt leer. Ich finde das scheiße, dass der nicht schneller ist dann. Ich bin jetzt voll, ich habe keinen Platz mehr. Ich könnte das Brecheisen hier lassen, aber da muss ich das nicht mal holen. Und der Kollege geht jetzt raus. Ich könnte auch die Tür langsam aufmachen, aber an sich ist mir das egal. Ich könnte noch einmal herkommen und mir noch mehr Teile und Dönske besorgen, also noch mehr Teile und Holz. Das wäre der einzige Grund, warum ich hier nochmal hinlaufen würde, aber sonst bleibe ich diesem Ort jetzt demnächst fern. Tag 5. Hey, wir haben es bis zu Tag 5 geschafft und wir leben noch. Und den Leuten geht es gar nicht schlecht. Ich habe Bandagen. Ich möchte nicht darüber reden. Hä, was? Er hat doch nichts gemacht. Wir wurden ausgeplündert. Geil. Jemand ist die Nacht gekommen und hat uns Salz mitzunehmen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es waren nur ein paar Plünderer und sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Bruno wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Marco war auf der Suche nach Vorräten und einiges gefunden. Ja, Bruno wurde leicht verletzt. Marco ist offensichtlich nicht gut. Er könnte ein paar Tabletten vertragen. Fuck, der ist krank. Was ist das? Mal unsere Sachen erstmal kurz gucken. Was ist das? Medikamente. Das ist Kräutermedizin. Ich kann mich nicht drauf verlassen. Der nimmt richtige Medizin. Der Kollege kümmert sich darum, dass wir ein zweites Bett haben. Hier drüben noch Platz dafür? Ja. Dann kommt das Bett in den Keller. Und wie geht's? Das ist der Marco. Wie geht's ihm?
Er ist immer noch leicht verletzt, hungrig und erholt sich aber. Ja, zu essen habe ich nichts mitgebracht. Das war klar, dass es nichts gibt. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr haushalten sollen und das Zeug vom gestrigen Tag nicht so weghauen sollen. Leicht verletzt. Ja, die anderen waren auch alle leicht verletzt, deswegen geht noch. Habe ich nicht Bestandteile mitgebracht? Ach, ich habe die jetzt alle in das Bett investiert. Ja, komm nicht ins Bett. Der Marco, der muss jetzt pennen. Den lasse ich den ganzen Tag pennen. Der ist leicht krank, der ist leicht verletzt. Der ist aber auch müde. Komm, Bruno, dich lasse ich die ganze Zeit schon. Lass ich den immer Wache stehen, dann darf der jetzt auch schlafen. Wie sieht das denn mit unserem Wasser aus? Keins mehr. Wirklich? Doch, da ist Wasser noch. Eine alte Waffe mit einigen Fehlmetallen. Was muss ich denn machen, um das aufzurüsten? Dann kann ich nämlich noch mehr Zeug bauen. Was brauche ich dafür? 14, was ist das? Eine Werkstatt habe ich 5 und 8. Ich brauche noch mehr Teile. Gab es da noch welche? Ich brauche aber auch Nahrung. Ich brauche wirklich viele Teile eigentlich. Ja, wir brauchen ja was zu essen, das ist richtig. Okay, jetzt hat sich eine neue Situation ergeben, gerade eben. Hat mich selber gerade ein bisschen erschreckt. Es ist wieder jemand an der Tür und möchte handeln. Ich möchte auch mit dem handeln. Zwei von meinen Leuten schlafen, aber ich brauche Teile an sich. Also ich gehe jetzt hoch und handle mit dem. Ich habe gerade eben noch mal ein bisschen geguckt, was ich zum Aufwerten so brauche, was ich denn alles damit machen könnte, theoretisch gesehen. Und vor allen Dingen habe ich auch mal das Radio noch mal durchgecheckt. Das mache ich die ganze Zeit schon, jeden Tag. Gab aber nichts Neues. Es gab in einer entfernten Stadt wohl ein Massengrab, was sie sich gefunden haben. Was sie gefunden haben. Aber das interessiert mich gerade noch nicht. Nun, ich gucke jetzt mal, was ich dem Kollegen hier alles abknüpfen kann. Okay, ich habe jetzt hier einiges an Zeugs besorgt. Also werde ich jetzt hier erstehen. Das hier muss ich dafür geben. Das Teil brauche ich, um Waffen herzustellen. Also um ein Messer herzustellen, was ich gerne haben möchte, um auch für Schutz zu sorgen. Für die Nacht schon. Und Nahrungsmittel, weil ich halt einfach Nahrung brauche. Deswegen habe ich das schon gemacht. Nee, ich brauche nichts mehr. Alles gut. Deswegen werde ich jetzt das Messer herstellen und dann den Tag beenden. Ich brauche noch ein Teil. Ich habe wohl ein Teil verbaut. Ich hätte den Kerl nicht wegschicken sollen. Scheiße. War dumm. Das war sehr dumm. Ich lerne es aber halt auch nicht, ne? Die sind halt jetzt auch hungrig, krank, müde, aber die werden heute nichts essen, erst morgen wieder. Ich habe denen nochmal eine Ration erstehen können, aber nicht für heute, sondern für morgen. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas Neues bei denen? Nein! Die sind alle dabei, sich zu erholen. Der Pavel ist Fängste, aber der darf die Nacht wieder schlafen. Wir beenden den Tag und mit Beendigung dieses Tages beendige ich auch diese Folge. Es war mir immer ein Vergnügen und ein Privileg. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst wie immer Feedback da. Bau darauf. Macht's gut. Habt noch einen Tag. Tschö. Bitte.